Ja, wir sind heute in die Trattoria Montagnola. Wir feiern unsere 20 Jahre Jubiläum und es ist einfach fantastisch. Wir haben hinter uns die längste Tafel Berlin organisiert. Dachten wir erst einmal 250 Gäste und wir haben hier mehr als 500. Es ist wirklich toll. Danke Berlin, danke an alle Gäste von Montagnola, aber überhaupt danke an alle Mitarbeiter von die Trattoria Montagnola. Die Trattoria Montagnola wird 20 Jahre alt. Grund genug für eine außergewöhnliche Feier und eine große Tafel. Gastgeber Pino und sein Team waren bestens vorbereitet. Stammgäste, Partner und langjährige Begleiter kamen in ihrer Lieblingstrattoria zusammen und gemeinsam die Köstlichkeiten des Hauses zu genießen. Der 1. Juli 1991 war die Geburtsstunde der Trattoria Montagnola und damit des Projekts von Pino Bianco, der ein Stück seiner italienischen Heimat in Form eines Restaurants mit in die deutsche Hauptstadt bringen wollte, um den Berlinern die kulinarischen Spezialitäten der Region Basilicata näher zu bringen. Die Lasagne, glaube ich. Das war sehr lecker. Die gefüllten Auberginen, die haben mir sehr geschmeckt, ja. Ja, der Schinken, der Parmaschinken war sehr, sehr lecker. Sehr, sehr schön. Es ist immer bei Pino sehr schön. Es lohnt sich jedes Mal herzukommen. Also ich komme öfter, wir sind Stammkunde. Der Name Montagnola, zu Deutsch die Frau aus den Bergen, ist der guten Seele der Trattoria gewidmet. Mama Angela prägt das familiäre Umfeld rund um das lucanische Restaurant, das im September 2002 als Bestes seiner Art ausgezeichnet wurde. Grund zum Feiern gab es in Schöneberg also schon des Öfteren. Und auch das Team im Hintergrund der Trattoria Montagnola ist mit Pino Bianco und Mama Angela ganz offensichtlich hochzufrieden. Ich wollte im Namen meiner alle Kollegen an Mama Angelo und Papa Pino bedanken. Bruder Pino! Papa Pino. Dass die uns hier 18 Leute, 18 Mitarbeiter eine familiärische Arbeitsatmosphäre gegeben haben. Danke, weil die Trattoria Montagnola konnte nicht existieren ohne dieses schöne Familienteam, was wir haben. Und genauso familiär und harmonisch wird die Trattoria auch in den nächsten 20 Jahren ihre Berliner Gäste mit köstlicher traditioneller Küche und frischen Zutaten.